Langsam wird es ernst. Also wenn ich jetzt ins Wasser falle, ne, kommt das nicht mit rein. Noch 1,5 Tage, dann muss hier alles stehen. Für das Festival Sound of the Forest am Marbach-Stausee im Odenwald. Wir können jeden einzelnen Buchstaben separat ansteuern. Das heißt, wir können hier Regenbogenfarben drüber laufen lassen. Das sieht total krass aus. Wir machen das Sound of the Forest seit 15 Jahren, weil Kultur auf dem Land lebensrelevant ist. Viele Freiwillige sind schon seit Tagen am Bauen. Das Festival ist bekannt für seine fantasievolle Deko. Die wird jedes Jahr neu entworfen und gezimmert. Das ist eine tolle Aktivität, irgendwie hier im Festival zu sein und aufzubauen. Das ist auch eine schöne Aufgabe, hier mit Holz zu arbeiten. Das ist zum Beispiel ein Widder, dann kommt da noch ein Stierkopf hin, in der Mitte oben kommt Löwe. Also alle Tiere, die sehr präsent sind. Dieses Jahr heißt das Motto Tierkreiszeichen. Und jeder kann seine Ideen beitragen. Man bestaunt nicht nur alles, sondern man weiß ganz genau, das habe ich gemacht. Oder da war ich dran beteiligt, die Idee. Und das ist halt auch ein gutes Gefühl. Für viele ist das Festival ein festes Date im Kalender. 5000 junge Leute kommen dafür an den See. Jo Mego gehört von Anfang an zum Kernteam. Für ihn ist Sound of the Forest mehr als nur Musik und gute Laune. Für die Region bedeutet es eins, dass die jungen Menschen und jung gebliebenen Menschen nicht abwandern, sondern hier bleiben und ein Projekt vor Augen haben und sagen, ey, ich habe hier ein Riesenziel, worauf wir hinarbeiten können, in einem coolen Team. 350 Leute arbeiten hier jedes Jahr dran. Und ich glaube, dass es für die Region hier ein Riesenmehrwert ist. Alle sprechen immer von Leuchtturmprojekt. Und das ist es auch. In der alten Ölmühle von Bad König ist die Zentrale des Festivals. Die Mühle gehört Familie Krings. Die drei Brüder Krings haben vor 15 Jahren die Idee entwickelt. Statt abzuhauen aus dem Odenwald, wollten sie mehr Leben, mehr Offenheit hineinholen. Und haben einfach losgelegt. Ich meine, wir sind hier aufgewachsen, auf dem Land. Und es gab die Möglichkeit, halt langweilig an der Tankstelle rumsitzen und Alkohol und Drogen zu nehmen. Oder halt was zu machen. Alle unsere Freunde sind in die Großstädte. Wir haben gesagt, wir wollen hier was machen. Und was können wir machen? Was verbindet die Menschen? Musik. Am schönsten Arsch der Welt. Gut gesagt. Ja. Auf dem Festivalgelände geht es voran. Auch Fritz Krings ist im Orga-Team und jetzt ständig unterwegs. Ja, die Spielfläche steht schon. Ist alles da, was man braucht. Da oben kommt der Schriftzug hin. Ich sag mal, das haben wir morgen oder spätestens übermorgen erledigt. Hektik, Stress? Nicht wirklich. Die Stimmung bleibt entspannt. Im Zelt gibt es Essen für die Crew. Die meisten sind unentgeltlich dabei. Einfach aus Begeisterung. Das Corona hat ja auch gezeigt, dass die Leute wieder so ein bisschen zurück aufs Land ziehen. Und dann ist es halt wichtig, dass hier Sachen angeboten werden. Musik, immer gut. Ist gut für die Laune in all der Zeit momentan. Das merkt man schon, dass hier einfach dann wieder so ein bestimmter Spirit herrscht. Zusammenhalt, Kreativität, Wir-Gefühl. Für manche nur einige Tage lang, für die Leute vom Festivalverein das ganze Jahr. Es hängt viel Arbeit an so einem Event und der Zulauf ist noch nicht wieder wie vor Corona. Aber man kennt das Sound of the Forest, nicht nur in der Region. Wir wollen bewusst Leute in den Odenwald holen, weil normalerweise hat man das Image des Hinterwäldlers, des, wie sagt man, des Bauern, des unkulturell Gebildeten. Und wir haben halt gesagt, kommt hierher, dann seht ihr, hier ist der Mittelpunkt der Kultur. 2 Tage vor Beginn sitzt Jo an Teasern für die sozialen Netzwerke. Das Wetter ist mittelmäßig, nicht unbedingt optimal für ein Festival. Aber alle hoffen auf Tage, die genauso traumhaft werden wie in der Vergangenheit. Das Sound gilt als eines der schönsten Indie-Festivals in Deutschland. Kulisse, Musik, Stimmung und Natur. Das Projekt ist ein Erfolg für seine Macher und für den Odenwald. Wir merken, dass der Impuls langsam überspringt und dass in der Region auf einmal andere Leute Kultur schaffen wollen und dass es dort jetzt mittlerweile ein gutes bestehendes Netzwerk gibt. Die Region ist spannender geworden für die Menschen, die hier leben. Vielleicht ein guter Grund, zu bleiben statt wegzugehen. Das glauben jedenfalls.